Was hier bei Aktzeichen XY, ich schalte nach Ahlen. Könnt ihr mich hören? Hallo, hallo. Ja, Ralf, grüße dich. Ja, toll. Also ich höre euch, ich höre mich auch ein bisschen selber. Das ist jetzt mal völlig Ungewöhntes. Vorträge habe ich ja schon sehr viele gemacht, aber da sehe ich die Leute immer vor mir. Aber jetzt ist das Gefühl, das Judith Rakers jeden Abend hat in der Tagesschau, und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich habe natürlich Verstärkung geholt, den Boris und den Fabian von Wort und Form. Und wir wollen das mal ein bisschen anders gestalten, wie bloß mit PowerPoint-Folien. Ja, der Vortragstitel, das braucht kein Mensch, 3D-Dick und CT im Werkzeugbau. So geht es, wenn man mit dem Ralf einen Titel abspricht. Eigentlich sollte der lauten, CT und 3D-Druck im Werkzeugbau braucht jeder, nur hat es keiner. Aber ich denke mal, das wird in der nächsten halben Stunde vielleicht klar werden. Was ist denn unser Thema als Werkzeugbauer? Ganz oft kriegen wir von unseren Kunden dieses gesagt, ja, Werkzeug passt nicht, Teile funktionieren nicht, muss sofort das Werkzeug korrigiert werden. Und dann kommen wir als Werkzeugbauer dazu, ja Mensch, was müssen wir jetzt korrigieren? Wir haben viel Arbeit, Mühe reingesteckt, dass das Werkzeug funktioniert, und jetzt muss man korrigieren. Auf das Werkzeug bin ich auch besonders stolz, das haben wir mal hergerichtet. Da kann der Fabian mal draufhalten, ja. Vielleicht auch mal die Teile anschauen. Also das Ding hat auf Anhieb funktioniert, auch zum korrespondierenden Deckel. Ja, da gab es keine Gerade, der Heißkanal hat funktioniert, die Informung, alles gut. Aber unser Problem ist ja, der Kunde ist ja eigentlich nie am Werkzeug interessiert. Der ist ja nur interessiert an den Bauteilen. Wir können noch so tolle Werkzeuge bauen, wenn die Bauteile nicht performen, nicht funktionieren, dann klappt das nicht. Und fairerweise, er hat mir dann ein Magnet geschickt. Kann ich mal zeigen. Ja. Wir den hier versucht, da reinzudrücken. Der gehört also da rein. Klappt nicht. Also ich kann schon nachvollziehen, dass der Kunde da einigermaßen unzufrieden ist, weil mit einem Teil, das er nicht verbauen kann, fängt er einfach nichts an. Das Bauteil entspricht einfach nicht seinen Erwartungen. Und jetzt sind wir wieder gefragt, das irgendwie in Ordnung zu bringen. Und wenn ich mir da die üblichen Messberichte da anschaue, also das ist ein absolutes Debakel. Gell? Wir haben den hier nochmal 300 Maße. Und ich kann mir jetzt durch diesen Messbericht durchkämpfen und versuchen rauszukriegen, warum das jetzt nicht funktioniert. Und wenn wir da nochmal drauf gucken, ja, da wundert es nicht, dass mein Werkzeugbauer macht, er sagt, wenn ich mit so einem Messbericht auf ihn zukomme, er sagt, das will ich eigentlich gar nicht sehen. Gib mir mal ein gescheites Korrekturmaß. Ja, jetzt gehen wir mal rüber zum Sven. Vielleicht kann der mir weiterhelfen. Hallo Sven, grüß dich. Hi, grüß dich, Steffen. Wir haben wieder ein Problem. Was gibt es dieses Mal? Er sagt, er kann den Magnet hier nicht verbauen. Mhm. Ich habe keine Lust, mich durch den Messbericht durchzufuchsen. Vielleicht könntest du mal gucken mit dem CT-Scan, was wir da eigentlich haben. Ja, gucken wir erstmal ganz kurz in Zeichnung. Ja, das übliche Debakel, wenn du das mal siehst. Ja. X Maße, da kann man sich jetzt durchkämpfen und gucken, wie das Ding überhaupt, welches Maß jetzt betroffen ist, warum das sich nicht montieren lässt. Ja, das Betreffende müsste eigentlich hier oben sein. Ich vergrößere das mal raus. Ja, die 33,3 plus 0,05. Na gut, das müssen wir mal gucken, aber das ist ja irgendwie da unten angezogen. Also, ja, oder auch nicht. Ja. Das ist jetzt ein bisschen fragwürdig. Komm, lass uns das in CT angucken. Ja, und mal gut. In den Scan reingucken, dann sehen wir es, wie wir es im Messbericht messen haben und auch, wie wir das Ganze dann vielleicht auch anders messen können. Also hier sehen wir jetzt mal das Bauteil, das ist unser CT-Scan. Genau, du siehst hier auch gleich, wir haben unter gemessen, wie das Maß unter in der Zeichnung rauskommt. Das passt sogar eigentlich. Das passt, ja. Aber lass uns doch mal jetzt gerade direkt unter DH gemessen.
eventuell fällt das ganze Ding ja ein. Da setzen wir jetzt einfach mal nochmal eine Ebene drunter. Auf der Gegenseite genau das gleiche. Und kurz drehen. Und dann setzen wir da an gleicher Stelle auch nochmal jeweils mit 1000 Antastpunkte. Das haben wir so voreingestellt, direkt diese Ebene drauf. Und dann ziehen wir gleich mal dieses Maß in der entsprechenden Achsrichtung auf. Und dann sehen wir gleich, ob wir da entsprechend vom Maß her anders sind oder eben nicht. Man sieht schon mit bloßem Auge, dass das wahrscheinlich enger wird. Vermutlich ja. Ein bisschen rauszoomen. Ja, klar. Ja, fällt ein. Also, ihr da draußen, VDWF-Gemeinde, habt gesehen, das ist jetzt quasi live von den Farben nochmal mit dem VG direkt ein Maß neu konstruiert auf Basis des CT-Datensatzes. Jetzt gucken wir uns mal an, wie dieses CT-Datensatz überhaupt erstellt wurde. Da läuft jetzt mein Mitarbeiter durch, stellt das Ding eigentlich in den CT rein. Wohlgemerkt, ich brauche keine Spannvorrichtung, ich muss auch nicht irgendwie auf Messmaschine irgendwie was ausrichten, antasten. Er stellt dann im Prinzip die Scan-Parameter ein. Das ganze Ding dauert in Summe vielleicht 20 Minuten. Da ist er auf der Koordinatenmessmaschine wesentlich langsamer unterwegs. Man sieht hier, wie das Teil da gedreht wird. Es werden also viele, viele Bilder gemacht, aus denen dann in der Rekonstruktion dann der Datensatz ermittelt wird. Und das Schöne daran ist, ich habe halt eine komplette Beschreibung von dieser Geometrie, von dem realen Bauteil. Und mit dem kann ich dann hinterher schaffen. Daraus machen wir auch die Erstmusterprüfberichte und wir können jederzeit Maße generieren. Jetzt fahren wir fort mit der PowerPoint, bitte. Hier, das wollte ich eigentlich zeigen. Was wir gerade gesehen haben, ist im Prinzip die linke Seite, also die Ermittlung der CT-Daten. Und das Schöne ist, jetzt kann ich räumlich und zeitlich irgendwann später die Auswertung der Daten wieder machen. Ja, wenn wir da auf die rechte Seite gucken, Soll-Ist-Vergleiche, Geometrievermessung, das kann ich mit dem Datensatz dann alles machen. Und da schauen wir uns jetzt das nächste Thema an, das müsste das nächste Video sein. Genau, da können wir jetzt den Datensatz, wir haben jetzt gerade die Rohdaten generiert, das heißt das blaue ist CAD-Datenmodell, da legen wir jetzt mal so ganz grob händisch das Bauteil entsprechend drauf, dann so eine Grundausrichtung vom Bauteil erhalten, dass ich die Software auch nicht zu lange Rechenzeit braucht, sondern dass der Abstand schon ein bisschen näher dort ist. Und dann machen wir das Ganze im ersten Step einfach mal als Best Fit, also heißt es, den Scan-Datensatz einfach bestmöglichst mit größtmöglichster Übereinstimmung zum CAD-Modell ausgerichtet. So lassen wir das jetzt mal rechnen. Und so sieht man jetzt, dass das Ganze sich jetzt da drauf gefittert hat. Und man sieht jetzt schon, ohne jetzt irgendwelche Soll-Ist-Vergleiche zu machen, dass wir hier sicherlich irgendeine Konturabweichung drin haben. Bei der Ausrichtung, da gibt es natürlich jetzt ein paar Dinge zu beachten. Das ist jetzt ein Beispiel, wo die Ausrichtfunktionen, die Flächen von der Zeichnung vorgeschrieben sind. Also man geht hier links an Ausrichtfläche A, an diese kleinen Stege, dann wird es aufgelegt auf der Fläche C und dann wird es ausgedreht in Fläche B. Nächstes Bild, wenn wir das aber so machen, dann sieht man hier links gleich, dann habe ich auf der rechten Seite, wo also diese Bohrung da drin ist, eine immense Abweichung. Vorne fittet es natürlich einigermaßen, aber wenn ich jetzt daraus die Funktion bewerten will oder auch eine Werkzeugkorrektur ableiten, dann müsste ja die komplette Schieberleiste und auch diesen Kern, der die Bohrung setzt, neu versetzen. Also das ist ein ziemliches Debakel. So nach Zeichnung kann man das nicht ausrichten. Im nächsten Bild haben wir das dann mal anders gemacht. Dann haben wir versucht, über regionalen selektiven Best Fit das ganze Ding auszurichten und haben festgestellt, das Teil ist gar nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick in der Zeichnungsvorschrift ausgerichtet aussieht. Wir müssen eigentlich diese Wand da rausholen, aber ansonsten funktioniert das. Und das ist im Prinzip die Problematik bei den Handling mit den CT-Scans zum CAD. Nächstes Bild bitte.
Ich muss quasi immer händisch auch mal gucken, wie kriege ich die beste Ausrichtung erarbeitet. Und das gilt zum einen für die Funktion der Bauteile zu bewerten, zum anderen aber auch dafür, wie ich dann nachher Werkzeugoptimierung mache. So, jetzt haben wir den Soll-Ist-Vergleich mal durchgeführt auf Basis der Ausrichtung, die der Sven vorhin gemacht hat. Und da sehen wir das, was wir eigentlich schon vermutet haben, nämlich, dass die Teile einfach in den oberen Bereich so arg einfallen, dass wir den Magnet nicht quasi montiert kriegen. Und jetzt geht es darum, das ganze Ding zu optimieren. Und da gibt es ja schon Leute, die sagen, das sei ganz einfach. Also Werkzeugkorrektur ganz leicht. Ehrlich gesagt, Freunde, ich habe viele Werkzeuge optimiert. Richtig leicht war das noch nie. Und ich störe mich also ein bisschen an dem Begriff Werkzeugkorrektur. Weil das Werkzeug ist ja nicht falsch, sondern das, was das Problem ist, ist ja das verzogene Bauteil. Also das, was aus der Physik des Verzuges rauskommt. Wenn wir das Bild nochmal sehen, da muss man sich ja auch fragen, wenn man das hört, leiden fehlerhafte Werkzeuge, unzählige Iterationsschleifen. Das impliziert ja gerade, wie Werkzeugbauer sind, die echte Vollpfosten, die das nicht hinkriegen. Also so ganz einfach ist nett. Gucken wir uns mal die Folien wieder an. In der Theorie hört sich das schon gut an. Ich habe also einen CT-Scan, ich habe einen Datensatz, ich matche die miteinander, wobei man da aufpassen muss, wie wir gesehen haben. Und dann halte ich inverse Flächen vor, die bringe ich ins Werkzeug rein und dann funktioniert es. Sehen wir aber, Sven, ja, so einfach geht's nicht. Das ist nämlich das Werkzeug jetzt. Ja, da hätte man nämlich damals so richtig in die Vollen gelangt, weil wenn man so nach so einem Datensatz, der da entsprechend rauskommt, aus der Software entsprechend gemacht hätte, dann hätten wir unsere ganze Schieber und auch Austrägerpositionen entsprechend ändern müssen. Und das hätte eigentlich unterm Strich für uns geheißen, ein komplett neues Werkzeug zu bauen. Also heißt, wir müssen die Regionen völlig unantastet lassen im Werkzeug und dann auch entsprechend da drumherum bauen. Gucken wir uns mal an nochmal, da mal drauf, im nächsten Bild, da sieht man das. Da sieht man das nochmal genau, dort wo der Ausspindelkern ist, können wir eigentlich nichts bombieren und vorhalten. Das müssen wir so lassen und mit dem Rest irgendwie klarkommen. Und wie das dann im Grundsatz funktioniert, heißt es, wir müssen im Prinzip mit zwei Systemen arbeiten. Ja, links ist die Auswertesoftware aus der CT. Mit Volume Graphics machen wir das, wo wir die Soll-Ist-Vergleiche machen und die Abweichungen definieren. Und rechts versuchen wir dann im Werkzeug das so umzusetzen, dass das auch mit dem Werkzeug entformbar ist. Genau, und das heißt für uns natürlich, dann das Ganze entsprechend übersetzen aus dem Messbericht beziehungsweise aus dem Soll-Ist-Vergleich, CT-Scan. Da können wir uns auch immer wieder diese Schritte und Ausschnitte rausziehen, wo wir entsprechend nochmal nachgucken müssen, wie müssen wir es im Werkzeug entsprechend nachsetzen beziehungsweise vorbombieren, dass man da passend zum Schluss rauskommt. Also ich erkläre es nochmal kurz. Wir haben ja die Bauteile, wir machen dann die Scans, wir matchen das mit dem CAD. Wir gucken im Werkzeug, was können wir vorhalten mit den inversen Daten. Dann gibt es korrigierte Werkzeuge, Einsätze. In dem Fall sogar eine neue Auswerferseite. Und dann, wenn wir alles richtig gemacht haben, bauen wir zusammen, spritzen wieder. Da sehen wir nochmal die beiden Formeinsätze im Detail. Also im Düsenseitigen konnten wir das noch nachrodieren und fräsen, aber in dem Auswerferseitigen war es einfacher, einen neuen Kern zu machen. Weiter im Programm. Und das ist jetzt im Prinzip der Vergleich. Links sehen wir die ersten FOT-Teile, die halt nicht gepasst haben. Und rechts sehen wir das optimierte Bauteil. Da sind wir immer noch nicht ganz eben, aber wir sind deutlich besser geworden mit 2 bis 3 Zehntel Abweichung. Da können wir mal gucken, ob das jetzt klappt hat. Fabian, guck mal rein. Jetzt hoffe ich mal, dass der Magnet auch reingeht. Ah, klappt. Klappt. Geht. Jetzt haben wir verkehrt drum montiert. Aber den kriegt man rein. Da oben sind ja die Schnapphaken. Ja. Also passt. Glück gehabt. Beziehungsweise gekonnt optimiert. Also man sieht es dann auch, wenn man die beiden Teile direkt nebeneinander legt. Links ist ein riesiger Spalt, rechts ist der deutlich geringer. Also da haben wir schon die Teile jetzt so optimiert, dass die dann auch funktionieren können. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, weg von der CT, zum 3D-Druck. Wir haben seit
circa anderthalb Jahren ein neues Verfahren im Einsatz, das nennt sich Hot-Lithografie. Das funktioniert derart, dass wir ein hochmolekulares Photopolymer verwenden. Hochmolekular heißt auch sehr zäh. Wir können uns da drüber mal die Anlagen angucken. Da wird also eine hochmolekulare Paste als dünne Schicht auf eine Glasplatte aufgetragen, wird dann belichtet. Wenn wir nochmal kurz umschalten ins PowerPoint, sieht man das. Da wird also durch die Glasplatte mit dem Laser dann die dünne Schicht belichtet. Dann werden die Bauteile da quasi ausgeformt. Die Bauplattform hebt ab, gibt eine neue Schicht, taucht wieder ein. Und dann gibt es Schicht für Schicht nach unten, wächst dann so ein Bauteil raus. Und da kommen tolle Teile raus. Ich habe hier mal ein paar Beispiele. Das ist immer ein Spritzgussteil. Also das hier ist das Spritzgussteil. Das ist das gedruckte Teil. Schöne Oberfläche. Auch ziemlich mechanisch belastbar. Also das ist nicht wie ein Stereolithografie-Teil, das man so im Hand, als Handmuster verwenden kann, wo gleich kaputt geht. Man kann damit auch tatsächlich Teile drucken, die dem Spritzguss sehr ähnlich sind. Das haben wir auch mit dem Gehäuse mal hier gemacht. Und die Krux daran ist, dass wir dafür nicht den Druckdatensatz genommen haben, der aus dem CAD kommt, sondern da haben wir mal einen Simulationsdatensatz verwendet. Da sieht man mal, was wir für Genauigkeiten rauskriegen. Also wir schaffen mit dem Verfahren auf Anhieb Genauigkeiten unter einem Zehntel und reproduzierbar, also wenn wir die Bauteile mehrfach drucken, dann im Hundertstelbereich. Und in der nächsten Folie sieht man auch, was wir gemacht haben. Wir haben nämlich aus der Verzugssimulation der Moldflow-Studie im Prinzip den Datensatz rausgenommen und den als Druckdatensatz verwendet. Das Problem ist doch nämlich, dass ich, wenn ich solche Moldflow-Studien habe, das sehe ich, wie hier in dem Bild dargestellt, zehnfach überhöht. Zwar meine grundsätzliche Verzugstendenz, aber so wirklich in die Vorhaltung einer Spritzgussform traut sich kein Werkzeugmacher zu gehen. Und der Kunde, der kann ja gar nicht richtig einschätzen, was hat es denn für Konsequenzen, dieses verzogene Bauteil, für zum Beispiel seine Montagefähigkeit. Und wenn wir das Ding hier versuchen zu montieren mit unserem Magnet, dann haben wir im Prinzip genau die gleiche Problematik wie bei unserem späteren Spritzkristall. Wir kriegen einfach nicht zusammen. Das heißt, hätte ich das Ding schon vorher gehabt, wäre das einfacher gewesen, mit dem Kunden darüber zu diskutieren, was machen wir denn jetzt eigentlich? Müssen wir da Geometrieanpassungen machen oder müssen wir nicht viel aufwendiger das Werkzeug noch konzipieren, simulieren, um da möglichst schnell FOT-Teile hinzukriegen, legen wir wieder dahin, die funktionieren. Jetzt gehen wir nochmal auf die PowerPoint. Also das war quasi unsere Ausgangsbasis, die aus dem Verzug abgeleiteten STL-Daten für den Druckprozess. Und in der nächsten Folie sehen wir links oben nochmal das Bauteil. Und das hat prima funktioniert, wie man hier auch in den Teilen sieht. Wir haben dann im Prinzip die verzogenen Bauteile gedruckt, ziemlich maßtreu, so dass sie auch so rauskommen, wie man das als Verzug erwartet. Und wenn man das jetzt vergleicht in dem So-Ist-Vergleich, wie man hier links unten sieht und auch in dem rechten Bild, wo wir das, die Bauteile miteinander gematcht haben im CAD, dann sehen wir, dass wir ziemlich genau, also auf plus minus ein Zehntel, die Abweichungen jetzt gedruckt haben, die wir später am Spritzgussprozess oder in dem Fall vorher im Spritzgussprozess gefunden haben. Und das ist eigentlich die Idee, die wir da auch haben, dass wir sagen, wir sollten aus den Simulationsdaten auch mal solche Funktionsmuster drucken, um dann dem Kunden die mal im Vorfeld, da haben wir mit dem Werkzeug noch gar nicht angefangen, zum Versuch geben und sagen, möglicherweise kommt so raus. Wir müssen also irgendwas tun. Also das heißt, über eine Moldflow-Studie hinaus, aus einer Moldflow-Studie, Erprobungsmuster generieren. Das ist so der Ansatz, den wir hier haben und den wir auch fahren mit den Druckern jetzt. Ja, ich glaube, wenn ich es recht im Kopf habe, sind wir im Wesentlichen durch mit dem, was wir zeigen wollten, oder? Geh mal weiter, Boris, in den nächsten Folien, nochmal eins. Ja, das sieht, danke für die Aufmerksamkeit. Das heißt, Fabian, wir gehen jetzt wieder raus. Und dann freue ich mich auf eure Fragen und ich hoffe mal, dass der eine oder andere sich vielleicht auch wiedergesehen hat in der ganzen Sache und möglicherweise daran Bedarf findet, ob es jetzt CT-Scans sind, ob es Auswertesoftware sind, wie man die macht. Botschaft von mir ist auch immer die, die Auswertesoftware gehört in den Hand des Werkzeugbauers und des Werkzeugkonstrukteurs, weil der muss letzten Endes nachher entscheiden, wie kriegt er die Abweichungen wirklich im Werkzeug umgesetzt
Und dieser 3D-Druck, haben wir festgestellt, ist ein echt tolles Hilfsmittel. Also wenn wir diese Druckteile vorher gehabt hätten, hätten wir sicherlich das Thema ein bisschen anders adressiert bereits in der Konstruktion und Konzeption von dem Werkzeug. Damit bin ich mal vorerst am Ende. Ich hoffe, da draußen hat jeder einigermaßen mitgekriegt, was hier bei uns so abläuft. War jetzt eine neue Erfahrung. Jetzt freue ich mich auf eine rege Diskussion. Dankeschön. Also erstmal vielen Dank für den sehr coolen Vortrag. Mal eine vollkommen neue Dimension als die üblichen PowerPoint-Orgien und so weiter. Übrigens nicht nur meine Meinung, sondern auch im Chat steht, der Thorsten schreibt guter Vortrag, die Melli schreibt echt interessant, gut gemachter Vortrag, der Stefan, der Wirland schreibt super Vortragstechnik, klasse, Christian schreibt, das ist mal eine geile Idee, Carsten schreibt sehr cool und so weiter. Also genug des Lobes, super gemacht, vielen Dank, erstmal an dich. Jetzt schaue ich mal in die Runde. Wer hat denn Fragen an den Steffen? Dann bitte einfach die Mikros anschalten. Das gilt auch für die, die ohne Kamera dabei sind. Ihr könnt trotzdem gerne eure Mikros anstellen und die Fragen an den Steffen richten oder auch gerne im Chat schreiben. So, der Thorsten hat schon mal das Mikro offen. Jo, wie groß könnt ihr denn Teile vermessen in der Anlage? 800 mm Höhe, 300 mm Durchmesser. Gut. Also schon ordentlich. Dann dauert das Scannen ein bisschen länger, weil wir dann auf zwei, drei Mal aufspannen müssen oder machen müssen und dann zusammenführen. Aber machbar ist das. Wir haben also eine komplette Spülmaschine da drin gehabt, so als Defektanalyse und Baugruppenanalyse. Haben wir jetzt gar nicht betrachtet in der Kürze der Zeit, aber das geht alles. Gut, danke. Dann schnappen wir uns mal den Carsten, der hat auch die Hand gehoben. Carsten Lendbey, hallo. Hallo. Seid ihr auch im 2K-Bereich unterwegs mit Metall-Kunststoff und Kunststoff-Kunststoff? Ja. Welche Erfahrung habt ihr da mit dem Scannen? Also seht ihr die Phasentrennung der Kunststoffe und wie ist es mit Metall-Kunststoff? Seht ihr dann, also das Metall strahlt bei uns immer sehr stark. Das heißt, wir kriegen die Metallteile. Okay. Ja, aber man kann trotzdem was machen. Also ja. Wir haben da so ein Kombi-Verfahren aus optischen. Also Streifenlichtprojektion, GOM beispielsweise, mit dem CT kombiniert, das funktioniert. Ja. Ganz oft funktioniert es auch so, dass man die wesentlichen Dinge trotzdem rauskriegt. Und bei Kunststoff 2K haben wir gar kein Problem. Das also geht seht ihr die beiden Komponenten durch die unterschiedlichen ja. Dichten, kann man die dann erkennen? Und kann man erkennen. Also mit der Metrologie muss man da ein bisschen tricksen, aber das ist im Grundsatz machbar. Sehr cool, also großes Lob, ganz weit vorne. Wir bei Tyco Electronics, wir sind jetzt beim 20. CT-Scanner und unsere Produkte und Werkzeuge werden nur noch auf die Art und Weise gemessen und gehandelt und wir schließen die Moldflow noch ein Stück weiter vorne an, um die neue Erstellung der kompletten Seite dass wir die dann nicht mehr brauchen eben. Aber ja, das versuchen wir auch, aber die Simulationsrechnungen sind immer noch je nach Werkstoff und Datenbasis und so weiter, kriegt man schon die ein oder andere Überraschung nochmal. Aber wir versuchen natürlich auch möglichst solche krummen Teile so weit wie möglich zu verhindern, schon im Vorfeld durch Simulationen. Aber das ist natürlich nicht für 2,50 Euro Simulationsarbeit gemacht, sondern das sind meistens iterative Simulationen, um mal möglichst beste Temperierung und Geometrie und so weiter rauszukriegen. Also einfach den Datensatz ins Werkzeug umsetzen, funktioniert dann nicht. Gut. Okidoki, wer hat denn noch Fragen dazu? Der Christian. Kurze Frage nochmal, Steffen. Wie viele Scanner hast du jetzt? DT-Scanner? Vier. Wir haben 4 3D-CC-Scanner und eine 2,5D-Prüfung für Sehenteile, wo man in 2D auch mal was gucken kann. Vier Stück. Also wir sind jederzeit in der Lage, kurzfristig Scans zu generieren. Bei der Auswertung, Messberichte und so weiter helfen natürlich auch gern. Aber meine ureigenste Philosophie ist natürlich schon die, dass der Werkzeugbauer diese Messdaten auch selber erkennen und erfassen und verstehen sollte. Also die Lufthoheit über die Vermessung wieder kriegt. Weil dann kann er auch wirklich das sauber in eine Werkzeugoptimierung übersetzen. Wohlgemerkt nicht Werkzeugkorrektur. Das Wort ärgert mich immer, auch wenn es sich so eingebürgert hat.
Ja, ich muss auch sagen, wir haben ja auch super Erfahrung mit diesem, wir haben ja von dir auch die Software gekauft und nutzen das und das ist für uns schon um einiges schneller und wir sparen uns locker ein, zwei Schleifen, weil wir einfach viel genauer und viel besser sehen, was wir da messen. Das muss man schon sagen. Im Prinzip mit den Messberichten, das ist ja Technologie von 15. Jahrhundert, Buchdrucktechnik. Da rumzugrubeln, das ist wirklich blödsinnig. Wenn man einen Datensatz hat, bei dem ich vor allem auch immer nachvollziehen kann, wie das Messmerkmal überhaupt gemacht wurde. Und das ist die Urvoraussetzung, um es zu bewerten und zu sagen, was leite ich da für Maßnahmen daraus ab. Ja. Gehört in jeden Werkzeugbau, meiner Meinung nach. Ja. So, der Carsten hat mir nochmal die Hand gehoben. Hattest du schon Nachfragen? Wie weit sind denn eure Kunden mit solchen Erfahrungen? Also geben die euch da schon Daten raus? Und wir machen es zum Beispiel im UG schon oder wir legen schon die Bemaßungen fest und können über das 3D-PDF oder gar den Datensatz, den CAD-Datensatz schon direkt im Fiji einlesen und die ganzen Bemaßungen sind da schon mit dabei. Also wie sind so eure Erfahrungen hinsichtlich den Kunden? Also sind die da schon zu weit oder seid ihr da eher einen Schritt voran? Also fairerweise muss man sagen, wir sind ja Zulieferer, das heißt wir haben kein eigenes Sortiment. Wir tun uns tatsächlich schwer, den Mehrwert dem Kunden klarzumachen. Also auch beispielsweise diese Vorarbeiten in Simulation, wie ich schon vorhin gesagt habe, es dauert ein bisschen länger, bis die Werkzeugkonstruktion wirklich final so ist, dass ich in Stahl und Eisen gehen kann. Und es kostet auch mehr. Dafür komme ich viel schneller zu guten FOT-Teilen, aber das Grundproblem ist, der Einkäufer bei unserer Kundschaft, der bewertet halt den Werkzeugpreis und den Time, bis die ersten FOT-Teile da sind. Und denen klarzumachen, dass sie eigentlich im ersten Step ein bisschen mehr investieren sollten, damit sie hinterher schneller in die Serie kommen, ist schwierig. Und gleiches gilt natürlich auch mit den Datenübertragungen. Also das ist ganz selten der Fall, dass wir Daten kriegen, wo das schon so vorher definiert ist, dass wir im Prinzip den Messbericht relativ einfach machen können. Technisch geht das, aber das ist wie am Anfang die CT, wir machen das seit über 10 Jahren. Ganz am Anfang haben viele gesagt, also ohne Koordinatenmessmaschine geht bei uns gar nichts. Das hat sich zum Glück geändert. Ich gucke mal Richtung Schmalkalden und nötige den Stefan Roth, der zum Schluss auch noch mit dazu gestoßen ist. Welche Frage hättest du noch seitens der Hochschule an den Steffen Hachtel, die er auch beantworten kann? Also jetzt nicht so gastig sein wie in euren Prüfungen, sondern das, was er noch beantworten kann heute. Ja. Fällt dir was ein? Ja, vielen Dank für die Nötigung. Ich bin dann noch zum Ende hinzugestoßen. Daher vielleicht, also für mich war es interessant zu sehen, jetzt auch aus der Diskussion, wie stark dieses der CT-Scan schon den klassischen Erstmusterprüfbericht, sage ich mal, abgelöst hat. Kann man das auch in Zeitersparnis fassen schon, oder? Also wie schnell ist man mittlerweile zu sagen, nach einer Abmusterung einen Prüfbericht erzeugt zu haben? Oder die Daten, ist ja kein, also reden wir nicht vom klassischen Prüfbericht, sondern zu sagen, ich habe geprüft, ob meine Abmusterung maßhaltig ist. So würde ich es definieren. Okay, also das sind zwei Fragen in einer. Ich versuche mal Teil 1. Man bekommt sehr, sehr schnell einen CT-Datensatz, mit dem ich so einen Soll-Ist-Vergleich machen kann oder die wesentliche Funktionsmaße, soweit sie uns bekannt sind, auch mal prüfen kann. Das geht ratzfatz. Viel schneller wie auf einer Koordinatenmessmaschine. Und vor allem, ich kriege natürlich richtig Transparenz rein, weil ich eine komplette Beschreibung von dem Datensatz habe und jedes beliebige Maß, auch die mir noch gar nicht im Sinn waren, vielleicht nicht auf der Zeichnung sind, dann definieren kann und auch abspeichern kann. Hm. Wenn ich natürlich den klassischen EMPB mache mit 300 Maße, dann muss ich die 300 Merkmale auch programmieren und das dauert seine Zeit. Das wird heute immer noch gemacht, aber bei uns, Gott sei Dank, und ich hoffe bei vielen auch, nur noch von den CT-Daten abgeleitet und nicht etwa von irgendwelchen Koordinatenmessmaschinen. Der Vorteil der Vorgehensweise, das mit CT zu machen, ist, dass ich dann auch 2-3 Jahre später, wenn ich irgendein Problem habe, diesen Datensatz mit den programmierten Messmerkmalen wieder hernehmen kann und dann 1:1 die gleiche Vorgehensweise, die gleiche Messphilosophie wieder anwenden. Die ist nämlich transparent.
Und meine Erfahrung ist die, dass da am meisten Unterschiede rauskommen. Also wenn ich einen Messbericht nur als Papierform habe, mit der fange ich eigentlich gar nichts an. Da gibt es eine schöne Seite www.papierflieger.de, weil ich nicht weiß, wie das Merkmal generiert wurde. Und das ist natürlich auf Basis der CT-Scans völlig anders. Der Christian und der Carsten, das ist mit C anfängt. Ich würde nur noch mal kurz da auch noch was reinwerfen, was mir jetzt große Erfahrung auch gemacht haben, ist, dass man manchmal trotz Parameter und die Teile sehen außen optisch gut aus und wir machen echt teilweise Kleinstteile im LCP zum Beispiel und im CT merken wir dann plötzlich, okay, Käse, die Bemusterung war doch Grütze, wir haben extrem kleine Lunker oder Vakuolen im Bauteil. Und das haben wir früher nie erkannt. Und da wunderst dich dann in der zweiten oder dritten Schleife, warum passt jetzt ein Maß wieder nicht oder was ist jetzt anders? Weil halt irgendwo doch noch solche kleinen Lunker drin sind. Und das ist halt an keiner Messmaschine und an keiner optischen Geschichte. Und das sage ich, das ist für uns auch noch ein wahnsinniger Vorteil. Wir haben da leider auch schon Erfahrungen gesammelt, dass man halt dann mal ein komplettes Scan gerade wieder wegwerfen mussten oder die Teile wegwerfen mussten und nochmal neu bemustern. Auch besser fällt es bei uns auf, wie beim Kunde nachher irgendwo in einer Automatisierung oder im oder die Teile brechen sogar. Also das ist auch nochmal ein extremer Vorteil. Ja, stimmt. Ich würde auch gerne was dazu sagen. Ich wollte auch das Thema von Christian kurz wieder aufnehmen mit Lunga und so Sachen. Und das machen wir nämlich auch. Und für den Stefan Roth, also wir machen das sogar mittlerweile produktionsbegleitend. Das heißt, wenn wir Werkzeuge oder einen Chargenwechsel haben auf dem Material, dann hauen wir die Teile, die ersten nach den 100 Schuss, bis das Werkzeug warm ist. Dann schieben wir die Teile auf den Scan. Und wenn die qualitativ gut sind, geben wir erst dann die komplette Charge frei. Also da wird dann auch nichts mehr dem Zufall überlassen, wie der Christian so schön gesagt hat, mit Lunka und Vakuolen und solche Sachen. Das sieht man bei manchen Materialchargen einfach nicht. Da kriegst du einen neuen Batch und dann hast du irgendwie, aber das wissen ja die meisten hier im Raum schon. Das machen wir auch. Und das Schöne ist ja, dieser CT-Scan von der Erstbemusterung ist quasi so meine Baseline. Und immer wenn ich Probleme habe, eine Reklamation oder sowas, dann mache ich als allererstes einen Scan aus der laufenden Serie, match den mit den ursprünglichen Erstmustern und sehe schon mal, haben wir da wirklich Unterschiede, haben wir da Probleme, sind die Vakuolen anders, wie sieht die Formtreue aus. Und ich kriege halt reproduzierbare Messungen. Ja, das kriege ich mit der Koordinatenmessmaschine in der Form nie hin. Weil die Messphilosophie in der Regel nicht bekannt ist. Eine Frage da dazu noch. Wie schnell bin ich, wenn ich jetzt sage, serienbegleitend, wie schnell geht dann so eine Messung? Ich kann das ja schon programmieren und dann gibt es ja so eine Automessung, aber funktioniert das immer so standardmäßig? Oder bin ich dann nachher doch 2 Stunden oder 3 Stunden noch von der Freigabemessung am Machen? Also in der Serienmessung. Das funktioniert prima. Weil wir nutzen da auch ein Instrument, nennt sich VG Inline. Da werden die Teile gescannt, da macht man eine Ausrichtphilosophie, eine Routine, wo die Teile dann auch gematcht werden. Und wenn die schon nicht funktioniert in dieser Routine, dann ist meistens irgendwas faul. Und da muss man genauer gucken, aber das geht schon. Man braucht natürlich nur Leute, die das dann auch anschließend bewerten. Und das große Problem ist dann muss irgendeiner, ich sage es jetzt mal schwäbisch, die Eier in der Hose haben, dann sagen, ich sperre die Serie oder frage nach einer Sonderausnahmefreigabe beim Kunden oder was auch immer. Ja. Mhm. Es kommen einfach mehr Dinge auf, die dann zur Entscheidung kommen müssen. Ja. Okay. So, ich werfe den Ball nochmal nach Schmalle. Ja, ich hätte noch eine Frage nochmal anknüpfen an die Bemusterung. Des Konstrukteurs, je nachdem Liebstes oder Stiefkind, ist ja die Form- und Lagetolerierung, gerade bei Produkten, kann man das CT auch so weit treiben, dass man sagt, okay, man wertet damit auch die klassischen Form- und Lagetoleranzen aus? Die Messprogramme also, mittlerweile geben das her. Ja, also dass man sowas wie Zylinderebenheit und so weiter dann auch wirklich dann runtergebrochen, dann wieder habe ich die Form- und Lagetoleranz erfüllt, nicht erfüllt? Also wie gesagt, die Auswertesoftware gibt es mittlerweile alles her. Ich kann da beliebig Messmerkmale programmieren, die dann auch so ausgewertet werden.
Gefährlich ist es allerdings schon bei der Form- und Lagertolerierung, gerade bei den Kunststoffteilen, die ja immer irgendwie formuntreu sind. Hm. Da muss ich immer genau beurteilen, ist meine Ausrichtfläche überhaupt so eben, dass ich damit weiterarbeiten kann und solche Dinge. Ja. Aber das ist ja das Schöne an dem CT-Scan, dass ich genau diese Effekte auch sichtbar machen kann und nicht bloß irgendwelche Werte habe. Also eine Form- und Lagetoleranz von der Koordinatenmessmaschine, ganz ehrlich, das übersteigt mein Intellekt, das zu beurteilen. Ja. Da würde ich gerne auch noch was dazu sagen. Also wir machen ja mittlerweile alles nach GPS-Bemaßung. Und was wir halt aus dem CAD, wie ich vorhin kurz angesprochen habe, wir machen die GPS-Bemaßung im CAD am 3D-Datensatz fertig. Und diesen Datensatz können wir dann auch auslesen ins GOM. Wir benutzen also GOM und auch den VG, aber der GOM ist für uns besser zum Auswerten bei den Ingenieuren, weil A, ist die Software kostenfrei. Und zweitens können wir halt diese ganzen hinterlegten Informationen wie GPS und die ganzen Toleranzen schon vorher mit einbringen und das wertet uns das dann quasi alles automatisch aus. Man braucht nur einmal diese Expertenlizenz und der Rest läuft dann eigentlich alles über die freien Lizenzen. Das ist eigentlich sehr cool. Macht auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Carsten, vielen Dank. Da sieht man mal, was rauskommt, wenn man den Projektmanager Werkzeug und Formbau FH in Schmalkalden studiert. Dann ist so eine Expertise, nicht schlecht. Ja, nochmal danke nach Aalen zum Steffen und seinem Team, dem Sven. Auch die vollkommen neue Art der Präsentation hier im Elbloch fand ich ziemlich gut. Da gibt es sicher noch einige Daumen hoch. Danke für euren Einsatz. Ich bin auch überzeugt davon, wenn sich irgendjemand interessiert, sich das mal live anzuschauen. Es lohnt sich da in Aalen, ist unmittelbar neben der Autobahn, wenn man sowieso mal Richtung Süden donnert oder so, den Anker werfen und bei der Firma Hachtel eingucken, da gibt es richtig toll was zu sehen. Also auf jeden Fall machen. Ja, in diesem Sinne noch der Hinweis, wer noch mehr hören will von Carsten Landbeil, der sich so gut auskennt im Werkzeugbau, oder auch von Professor Roth aus Schmalkalden. Es ist nächste Woche am Freitagvormittag die VDBF-Pressekonferenz, wo auch die zwei Herrschaften zu Wort kommen werden. Ansonsten die weiteren 11 Uhrlöcher, Spätschichten, Online-CE-Workshops und keine Ahnung, haben wir alle total gut versteckt auf unserer Homepage vdbf.de. Also die Termine nicht finden, wenn ihr euch noch so viel Mühe gebt und das Anmeldeformular schon vielleicht gar nicht. Vielleicht klappt es doch, dass eure Anmeldung eingeht, würde uns freuen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Für alle, die einen Feiertag haben morgen, sind ja nicht alle, aber die meisten haben gerade Feiertag morgen, wünsche ich euch morgen gute Erholung. Am Freitag macht das wie Captain Kirk und legt einfach mal einen Tag auf der Brücke ein, aber keine Ahnung. Schönes Wochenende. Wir sind auf jeden Fall am Montag dann wieder am Start. Bye, bye. Ciao, ciao. Ja, ciao. Danke an alle und danke. Schönes Wochenende. Und wenn irgendwas noch ist, CT, 3D-Druck, ab zu mir. Gerne, jederzeit. Und danke nochmal an Boris und an Fabian, die mich hier super unterstützt haben. Und an meine Truppe, die das sensationell auf die Beine gestellt hat. Ciao, ciao. Alles klar, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.